In Vaduz wird demnächst wieder gebaut, und zwar im Städtle. Hier soll das Gebäude, in welchem Huber Uhrenschmuck beheimatet ist, einem ganz neuen weichen. Ein Würfel zieht ein ins Städtle. Es werden weisse Würfel sein zum schwarzen Rechteck vom Kunstmuseum. Also dort eine ergänzende Komposition. Es werden weiss geschliffene Steine sein, die leuchten. Also es ist ein helles, frisches Haus, das neu in dem Städtli wird stehen. Die Hilti Art Foundation arbeitet bereits seit einigen Jahren eng mit dem Kunstmuseum Liechtenstein zusammen und ergänzt die Ausstellungen des Kunstmuseums bereits fallweise mit. Nun sollen die Sammlungsbestände vermehrt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Dazu braucht es mehr Platz und somit ein neues Gebäude, welches unmittelbar an das Kunstmuseum Liechtenstein angegliedert wird. Geplant ist die baldige Errichtung dieses Würfels. Es ist geplant, dass wir anfangs nächstes Jahr mit dem Abbruch beginnend, dann unmittelbar danach natürlich anfangen zu bauen. Und das Ziel ist, dass wir im dritten, vierten Quartal 2012 eröffnen können. Der Besucher wird mit einem einzigen Ticket die gesamte Bandbreite von Kunstmuseum und Hilti Art Foundation erleben. Aufgrund relativ geringer Eingriffe und Umbaumaßnahmen im Kunstmuseum soll der Ausstellungsbetrieb nur wenig gestört werden. Das ist sicher wieder eine Herausforderung. Das letzte Mal, als wir das Gebäude gebaut haben, haben wir ja auch gemeindesten Bauern gesehen. Das Kunstmuseum, Wanger, Riesch, das war eine riesige Baugruppe, zumindest im Städtli drin. Wir haben Mittel und Wege gefunden, um das für alle erträglich zu lösen. Wir würden da uns bemühen, entsprechend Rücksicht zu nehmen, natürlich möglichst kurze Bauzeiten anzustreben, ordentliche Baustellen einrichten zu machen, Sicherheit. Also da haben wir, glaube ich, schon bewiesen, dass man es ab jetzt kommt.